Ist die heiß oder ist sie heiß? Rattenscharf. Ey, hast du die Muskeln gesehen im letzten Video? Hi. Hi. Oh, bitte. Danke. Hast du gut hergefunden? Ja, habe ich. Also die Parkplatzsuche war jetzt ein bisschen anstrengend und die Lücken sind hier immer so klein und ja, aber ansonsten schon. Ja, hier ist immer sehr viel los, deswegen mache ich das alles nur mit der Bahn. Oh, das Kleid ist toll. Wirklich? Ja. Ach, danke. Hi. Hi. Freut mich sehr. Ja, mich auch. Und, hast du gut hergefunden? Ja, auf jeden Fall. War ein bisschen Stau, aber ansonsten alles gut, ja. Schöne Bluse hast du da an. Dankeschön. Lang willst du ja nicht anhaben. Deswegen habe ich die angezogen. Und, was hast du heute Schönes gemacht? Ach, eigentlich gar nicht so viel. Also, es ist halt was super Witziges so passiert. Aber das fing halt eigentlich alles damit an. Ich wollte zu Starbucks, ne? Und eigentlich musste ich ja den Zug nehmen. Der kam 10 Minuten später und durchhalten. Durchhalten. Sie ist heiß, okay? Sie ist heiß. Du schaffst das. Flachlegen. Guck, interessiert. Nicht so interessiert. Jetzt tu so, als hättest du verstanden, was sie gesagt hat. Ja, ja. Ich mag eigentlich gar keinen Kaffee. Und das war super witzig. Und, was hast du heute so gemacht? Nicht viel. Du? Auch nicht viel. Auf einen gelungenen Abend. Ja, Chin Chin. Wohlsein. Ja, und darauf, dass es kein Kaffee ist. So, hier, zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Prost. Prost. Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Bestatter. Ah, cool. Was mit Menschen? Wollen wir später ein Kiffen? Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin bei der Polizei. Aber Kiffen ist cool, wir können gerne kiffen, das ist gut. Ach, gut. Was hörst du so für Musik? Ach, ich finde Pink echt mega. Pink? Ja, die Musik ist mega. Mega was? Ja, mega, mega. Ah. Kennst du mich? Just like a pill, it's better. Aber ich stehe ja auch mega auf Pink, ne? Nicht die Farbe, ich meine die Sängerin. Pink, ja, Pink, mega. Ist die heiß oder ist sie heiß? Rattenscharf. Ey, hast du die Muskeln gesehen im letzten Video? Sag mal, glaubst du an Sternzeichen? Nein. So ein Quatsch, du? Um Gottes Willen, nein, das ist der größte Schwachsinn, den man sich vorstellen kann. Ja, dass alle da sowas reinlegen, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Sag mal, welches Sternzeichen hast du? Ich bin Stier. Stier? Mega, ich liebe Stiere, ganz ehrlich. Du bist dann total durchsetzungsstark, ne? Ja, mega. Du weißt immer, was du willst. Auf jeden Fall. Du gehst immer nach vorne. Total. Du bist auch aber ein herzlicher Mensch auch und so. Boah, ganz ehrlich, ich glaube ganz fest, dass wir unsere wahre Bestimmung in den Tierkreiszeichen haben, ne? Ja, das glaube ich auch. Welches Sternzeichen hast du denn? Ich bin Löwe. Das ist so sexy. Oh, danke. Du hast voll schöne Haare. Danke. Das höre ich aber tatsächlich öfters. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, du hast so schöne Augen. Weißt du das eigentlich? Die sind so braun und grün. Die habe ich schon immer. Sag mal, was hast du denn da? Das ist eine Narbe, die habe ich vom Training. Ich habe Gewichte gestemmt und dann habe ich diese eine Scheibe noch draufgeladen und dann ist die beim Stemmen, aber genau hier ist mir das abgerutscht und dann habe ich das hier getroffen und ich wäre fast blind geworden halt, weißt du? Wow. Und deswegen, ich bin so froh, dass ich wieder sehen kann und dass ich hier sitzen kann und in deine Augen blicken kann. Wow. Also, zusammenziehen? Erst nach ein paar Jahren. Ja, ganz ehrlich, ich finde das aber auch total richtig, weil ich mein, man lernt sich ja irgendwie auch kennen und das braucht ja alles seine Zeit. Das kann ja auch alles super schnell wieder vorbei sein. Ganz. Und dann stehst du da mit der Scheiße. Dann stehst du nämlich da. Ich weiß, wir sehen uns heute zum ersten Mal und das ist vielleicht jetzt auch total überstürzt, was ich sage, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon mein Leben lang und du bist jetzt schon so tief in meinem Herzen. Sollen wir zusammenziehen? Ja. Ja? Ja. Ich bestell den Umzugswagen. Super. Nein, 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 nein. Du gehst heute auf mich. Das geht heute auf mich. Ah, okay. ja, danke. So, zusammen oder getrennt? Wir sind zusammen. Ja, und wie zahlt ihr? Wie hoch ist denn die Rechnung? 48,50. 48,50?
Wie viel Geld hast denn du dabei? Du, ich bin total knapp bei Kasse. Du bist auch knapp bei Kasse? Ja. Oh, das ist so typisch Lesbe. Okay, vielleicht können wir das irgendwie anders regeln? Ja. Jetzt will ich auch mal was machen? Ja, dann gib's mir halt. Yo, Exhibit! Yo, this is MTV Cribs, this is Exhibit White Version. MTV Cribs, nee, nicht Cribs, scheiße. Pimp my ride. So Leute, das war das Video Homo vs. Hetero Date. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und natürlich sind das alles im weitesten Sinne viele, viele Klischees in dem Video, die da drin sind. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, kommentiert, liked, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video.